Rexy, was willst du? Da ist so eine Kiste. Wollen wir mal reingucken gehen? Nein, ich genieße doch gerade die Sonne, Brexy. Außerdem, was für eine Kiste meinst du denn? Komm mit. Aber wegschleim mich nicht. Brexy, ich will mich sonnen. Du weißt doch, ich wollte mich bräunen heute. Was hast du vor? Was machst du da? Ich hab geguckt, der hat seine Kiste vergessen. Komm schnell. Brexy, nein, du kannst doch nicht einfach eine fremde Kühlbox klauen. Hör auf damit, Brexy. So, guck rein. Nein, ich gehe nicht an fremde Sachen ran. Jetzt hör auf damit. Was ist, wenn der Besitzer wiederkommt? Wir kriegen ganz doll Ärger, Brexy. Oh, Lumi, da wird schon nichts passieren. Sei doch keine Mimi. Schleimi, steh auf. Schleimi? Steh auf, raus aus den Federn. Oh. Weißt du, Brexy? Weißt du was, Schleimi? Brexy hat einfach eine Kühlbox von einer fremden Person geklaut. Da am Strand. Die da vorne hat ja einfach geklaut. Hä? Dein Ernst, Brexy? Du sagst mir nicht mal Bescheid. Na klar, let's go. Nein, Jungs, stoppt, hört auf damit. Oh, vier Äpfel. Nein, Jungs. Oh Mann, Leute, die klauen einfach. Das macht man nicht, Leute. Wenn ihr auch gegen Clown seid, dann lasst innerhalb der nächsten 3 Sekunden unbedingt ein Like da, Leute. Weil man darf nicht klauen. 3, 2, 1. Oh, ich bin ganz eurer Meinung, Leute. Brexy, was habt ihr da jetzt rausgenommen? Was war da drin? Das war doch nur ein Apfel, komm runter. Ja, auch wenn es nur ein Apfel ist. Man darf nicht klauen. Okay, Jungs, ich glaube, ich gehe nach Hause. Wir sehen uns morgen in der Schule. Bis später. Was war das? Mann, habt ihr das auch gehört, Leute? Ich habe irgendwas draußen gehört. Oh Mann, wenn meine Katze schon wieder irgendwie draußen Unfug macht, dann werde ich... warte mal, das hört sich wie ein Auto an. Warte mal, was geht da vor sich, Leute? Das kommt irgendwie aus der Garage. Wartet mal, was wird das? Brexy, Schleimi, was macht ihr mit dem Auto von meinem Vater? Lumi, wir haben was vor und wir wussten, dass du eh nicht mitmachen wirst. Wir hätten das Auto zurückgebracht, wirklich. Aber ihr könnt doch nicht das Auto von meinem Dad nehmen, vor allem nicht ohne zu fragen. Das geht doch nicht. Wir haben es uns doch nur ausgeliehen. Außerdem habe ich jetzt meinen Führerschein. Ja, das ist schön, aber deshalb kannst du nicht das Auto von meinem Dad klauen. Das geht nicht, Brexy. Ausleihen, nicht klauen. Ihr habt mein Auto geklaut, also sag schon, was habt ihr ja, vor? Naja... Es gibt ja in der Nachbarschaft die alte Dame und da wollten wir einbrechen. Und was genau wollt ihr denn da klauen bei so einer alten Dame? Die Arme! Naja, die hat so Goldschmuck und so Perlenketten und das sind echte Perlen. Das ist so viel Geld wert. Also ich bin da raus, Jungs. Tut mir leid, ich mach da nicht mit. Dann holen nur wir beide unsere neue PlayStation, okay? Und dann spielen wir später. Woo! PlayStation? Ja. Lumi, bis später. Die PlayStation 5. Und die ist sogar die Farbe hellblau, Lumi. Oh Mann, die sind gemein. Leute, ich wollte schon immer eine PlayStation haben. Leute, ich wollte schon immer eine PlayStation. Jungs, okay, ich bin dabei. Ja, aber Jungs, wir lassen uns nicht erwischen, okay? Natürlich nicht. Okay, dann komm schon. Dann lasst los jetzt, Jungs. Festhalten! Aber Brexy, fahr nicht so schnell, ja? Hier ist 30er-Zone. Es ist nachts, keiner hört uns. Wow. Gib Gummi! Mach langsam mit dem Auto, das war teuer. Mein Vater wird uns umbringen. Oh Mann, Leute. Brexy, nein, bist du wahnsinnig? Du kannst doch nicht hier drüber fahren. Oh Mann, Brexy, mach langsam. Und jetzt Ruhe. Hör auf, das Auto ist viel zu laut. Steig ab, Mann. Du bist doch wahnsinnig. Ihr wollt jetzt wirklich hier in das Haus einbrechen? Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Ich habe noch was im Kofferraum. Wartet da vorne. Schleimi, das ist keine gute Idee, was ihr da vorhabt. Aber warum denn nicht? Leute!
Ich habe euch auch Klamotten mitgebracht. Oh, na, das geht in eine falsche... Oh, Leute, ich will das eigentlich nicht. Was für Klamotten denn? Wie seht ihr aus? Was habt ihr euch für Klamotten da eingepackt? Und was ist mit mir? Mich erkennt man jetzt, oder was? Nein, guck, ich hab dir auch was mitgebracht. Hä? Was, Leute? Oh, da ist ja wirklich was. Wartet mal. Oh, Jungs, guck mal, wir sehen aus wie die größten Schwerverbrecher. Oh, ich schwöre, wenn irgendwas passiert, das geht auf eure Kappe. Hä, wo ist Lumi? Lumi? Lumi! Ach, Jungs, ihr seid ja richtig lustig. Hört auf damit jetzt. Alter, ich hab dich gar nicht erkannt. Ja, komm schon. Siehst du, unsichtbar. Ja, was für unsichtbar? Nur weil ich eine Sturmhaube auf habe, heißt das nicht, dass... Jetzt flüstern, Mann. Ja, okay. Und ist sie auch nicht zu Hause? Die ist am Schlafen. Die hört aber nichts. Die hat ein Hörgerät. Oh, na, kommt schon. Wie wollen wir Jungs reinkommen? Ja, ich bin bereit. Oh, so. Nicht so laut. Okay, macht leise. Wir gehen von hinten rein. Okay. Ich mach das, was ihr mir sagt. Aber bitte, macht keinen Unfug. Und wir dürfen der Oma auf keinen Fall wehtun, okay? Nein. Wir wollen nur den Schmuck. Menschen werden hier nicht verletzt. Die Armen werden ärmer und die Reichen werden reicher. Oh, wie ihr meint. Okay. Warte. Psst, psst. Jetzt. Oh nein. Jungs, ihr habt eine Fensterscheibe eingeschlagen. Das ist Sachbeschädigung. Das macht man nicht. Lumi, das macht man so in Film. Oh Mann. Nein. Trag sie raus. Trag die Kiste raus. Ja, ich nehme doch schon. So. Mann. Jungs, das war das erste und das letzte Mal, dass ich das mitmache. Leute, wir beklauen gerade eine alte Oma. Das geht eigentlich gar nicht. Ja, und dann bringen wir das auf den Transporter jetzt. Komm schon. Ja, aber warte mal. Braxy, stopp mal. Wo ist Schleimi? Oh nein. Schleimi. Oh, bitte Schleimi. Wir haben gesagt, wir machen keinen Unfug. Oh, Schleimi, wo bist du? Wie baue ich das Ding denn ab hier? Nein. Die Musikanlage mit... Oh, raus. Oh nein. Du hast das Radio angemacht, du Vollidiot. Vergesst die Kisten. Lass die Kisten hier, egal. Oh nein. Oh, kommt schon, Jungs, Beeilung. Oh Mann. Ihr Vollidioten, das ist alles deine Schuld, Schleimi. Steig ein. Ja, ich bin doch schon da. Oh Mann. Mann, wenn jetzt die Polizei kommt, dann sind wir voll am Arsch. Mann, Alter, das ist alles eure Schuld. Warte mal. Hallo, wer... Hallo, Officer, Einen wunderschönen guten Tag hier. Wir haben eine Meldung bekommen, dass beim Nachbarn am Strand bei der Brigitte eingebrochen worden ist. Richtig. Ich habe gerade Kaffee gemacht. Wollen Sie vielleicht zufälligerweise reinkommen? Ja, komm. Also, setzen Sie sich doch gern hin und erzählen Sie mal. Einbruch am Strand. Also, ich habe da tatsächlich auch von mitbekommen. Und, das ist wirklich sehr schlimm. Also, mein herzliches, mein doofes Beileid an die alte Dame auf jeden Fall. Jetzt haben wir aber ein kleines Problemchen. Und zwar wurde das Auto, ein hellblaues Auto, beschrieben. Und ich sehe ja, Sie mögen die Farbe hellblau und Sie haben noch ein hellblaues Auto. Wo waren Sie denn gestern zur Tatzeit zwischen 23 Uhr und 0 Uhr? Playstation gespielt, Fortnite am Fernseher. 7-9, Adam, this is Central BCC. Multiple SWAT units responding Code 3 to CP at 127th and Adelaide. Alles klar, ich bin auf dem Weg. Ich komme später nochmal. Kein Problem. Oh, das war gerade noch mal knapp, Leute. Leute, das geht zu weit, dass schon die Polizei bei mir zu Hause vorbeikommt. Er hat gesagt, er kommt später wieder. Leute, was soll ich nur machen? Wenn mein Dad das mitbekommt, der wird mich kurz und klein machen. Oh Mann, Leute, ich weiß nicht mehr weiter. Das ist alles Braxys und Schleimis Schuld. Oh Mann, Leute, ich weiß nicht mehr weiter. Nein,
Jetzt klingelt auch noch mein Telefon. Oh nein, Braxy ruft an. Was will denn Braxy jetzt von mir? Ja, hallo, Braxy? Hallo, Mi, du musst sofort zu Schleimi kommen. Zu Schleimi? Warum denn? Es ist ein Notfall. Beeil dich einfach. Frag nicht. Notfall? Okay, ich komme. Bis gleich. Oh, Leute, er meinte, ich soll sofort zu Schleimi kommen. Es wäre ein Notfall. Okay, ich würde sagen, ich beeile mich. Wir müssen jetzt richtig schnell zu Schleimi, Leute. Oh Mann, Leute, ich fass es nicht. Oh Leute, oh Mann, jetzt geht das Ganze schon wieder los. Ich habe sowas noch nie benutzt, Jungs. Wie funktioniert sowas überhaupt? Naja, da ist ein Abzug und du kannst den drücken und dann schießt die Waffe. Oh! Wow! Warte, das macht dir richtig Spaß. Und zack! Und zack, zack, zack! Wow! Leute, das ist ja richtig cool! Wow, weg mit dir! Entspannt euch doch, alles cool! Oh, Leute, vielleicht bin ich einfach ein Spießer. Wir können richtig viel Geld machen, wenn wir die Bank ausrauben. Oh, komm schon, Lumi. Wir schaffen das. Dann, Jungs, kommt schon. Lasst uns auf die Motorräder steigen und dann würde ich sagen, geht's ab zur Bank, Mann. Oh, kommt schon, Jungs. Seid ihr auf dem Weg? Oder seid ihr ja? Dann kommt schon, lasst uns los, Mann. Wow, Leute, das ist richtig cool. Ich wollte schon immer mal mit einem Motorrad fahren. Wow. Oh, wo sind die Jungs? Oh, da seid ihr ja, Jungs. Oh, warte mal. Wo ist überhaupt die Bank? Die ist direkt hier links, parkt hinter diesem Haus. Okay. Okay. Komm, Lumi. Wie ihr meint, ich park doch schon. Und, zack. Und für was brauche ich jetzt diesen ganzen komischen Krimskram hier? Das ist voll schwer alles, Mann. Schleimi. Ja? Sag ihm, dass wir die Tür sprengen. Ja, sag du ihm das doch. Tür sprengen? Oh Mann, Leute, das ist viel zu viel. Okay, dann, wo ist denn diese komische Bank jetzt, die wir überfallen wollen? Die ist direkt hier vorne. Da, hier vorne. Guck mal, Lumi. Oh, Mann. Diese riesengroße Bank wollen wir ausrauben, Leute. Oh, Mann, ich hoffe, wir schaffen das. Oh. Jungs, guckt euch diese riesen Bank an. Seid ihr sicher, dass wir das schaffen? Ich meine, schaut mal da drin. Da sind Überwachungskameras. Was habt ihr vor? Wir werden doch sowieso nicht gesehen. Jetzt lass uns die Tür sprengen. Wie wollen wir denn die Tür aufsprengen? Du hast doch die Sachen bekommen. Macht's daran jetzt. Diesen Zünder hier? Seid ihr sicher, dass das auch nicht in die Hosen geht? Lumi, du wolltest gerade noch Geld verdienen und jetzt hast du wieder Angst. Los! Leute, seid... Mann, ich getrau mich das nicht. Aber wir müssen das jetzt machen. Okay, ich mache jetzt hier eine Mine hin und ich habe den Zünder. Okay, Jungs, ich habe den Sprengstoff platziert. Nicht sicher? So laut. Mann, wenn das explodiert, die ganze Nachbarschaft wird doch aufwecken. Meint ihr nicht, dass das zu laut ist? Deswegen müssen wir jetzt schnell sein. Los, los, los. Oh, ich drück da jetzt drauf. Okay, 3, 2, 1 und... Wow. Oh Mann, war das laut und... Oh nein, der Alarm wurde ausgelöst, Leute. Wir müssen uns jetzt beeilen. Los. Komm schon, oh Mann. Oh, wir haben die komplette Bank aufgesprengt. Oh, wir müssen die Kamera kaputt machen. Komm schon. Perfekt. Den Alarm. Mach den Alarm kaputt. Komm schon. Oh, Leute. Mann, ihr seid verrückt. Wir sind einfach in eine Bank eingebrochen. Durch die Tür. Kriegen die Tür nicht auf. Oh, warte, ich lade nach. Oh, meint ihr, wir können die aufschießen, ne? Los, los, wir müssen es probieren. Oh, komm, schieß. Schieß. Oh, jetzt kommt schon Beeilung. Oh nein, hier ist Laser, Leute. Oh nein, was machen wir jetzt? Ihr habt nicht richtig geplant. Oh, die Polizei ist da, Jungs, schieß. Komm rein, ich mach die Tür zu, schnell. Da kommt noch einer. Was meinst du, wie lange hält das, Braxy? Ich glaube so 10 Minuten. Was machen wir jetzt? Jetzt sind wir hier, Jungs, in einer... hier ist ein Lüftungsschacht. Was? Über Lüftung? Mir. Du hast das Seil dabei, oder, Lumi? Ein Seil? Ja, ich habe ein Seil dabei.
Meinst du etwa, wir können da oben durch? Wir haben keine andere Wahl. Dach. Oh Mann, Leute, helft mir, den Lüftungsschacht aufzumachen. Er ist schwer. Oh. Okay. Oh. Und zack. Oh, Jungs, oh, jetzt kommt hoch, Leute, kommt schon. Klettert hoch, beeilt euch. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Oh Mann. Bau das Seil ab, sonst kommen wir auch noch nach oben. Warte. Perfekt. Okay, was meint ihr? Es ist bestimmt gleich Verstärkung da. Oh Mann, ihr seid richtige Volltrottel. Ihr hättet das besser planen müssen, Mann. Oh nein, die stehen hier unten. Schau, die besprechen sich gerade. Oh nein. Oh, die stehen vor der Tür. Guck mal hier, Lumi. Oh. Ja, guck mal hier durch das Loch. Oh nein, die können hier hochkommen. Wir müssen uns jetzt beeilen, Beeilung. Wartet, ihr habt mir doch ganz viele Sachen gegeben. Lass doch hier, falls die hochkommen sollten. Wir bauen hier einfach eine Bärenfalle hin. Wartet und zack. Komm schon, helft mir, die ist zu spannend. Kommt schon. Und zack. Okay, das passt. Okay, warte, lass hier auch noch eine hinmachen. Und zack, kommt schon, helft mir. Und schieb und okay, perfekt. Aber jetzt auf keinen Fall da reintreten. Oh, macht langsam. Was habt ihr jetzt vor? Mein Gott. Hier ist noch ein Lüftungsschacht. Kommt schon, helft mir das aufzumachen. Und kommt schon die anderen. Macht ihr die beiden. Ich schaff's nicht. Komm schon, helft mir. Und wartet. Zack. Okay, jetzt runter, Leute. Kommt schnell, schon. Schnell. Wir sind im Voreingang. Okay, das aber ist hier gut. Sind Laser, wie kommen wir denn jetzt hier durch? Oh, kommt schon, Jungs, wir müssen. Die Polizei ist Polizei. Da. Ihr habt sie einfach alle abgeknallt. Ihr Verrückten. Jungs, das war so nicht ausgemacht. Was habt ihr jetzt vor? Lumi, nimm die Diamanten mit. Schieß die Kamera kaputt, kaputt. Eine Kamera. Okay, sehr gut. Jungs, ich hab nicht mehr so viel. Meine Herzfrequenz sinkt langsam. Kommt schon, lass die Diamanten abbauen. Alles mitnehmen, Jungs. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Oh Mann. Oh, Beeilung. Hier drüben noch. Aber, Jungs, das lohnt sich doch gar nicht. Hier muss noch mehr sein, sonst war das voll für den Hintern, Mann. Hier, das Gold ist hier. Oh, da ist noch eine Kamera. Oh, mach sie kaputt. Komm schon. Leute, Mann, das ist alles viel zu weit gegangen. Wie wollen wir jetzt diese Tür hier aufbekommen? Kaputt schießen. Ja, kommt, Jungs, dann schießt die Tür auf. Die andere auch noch. Okay, Jungs. Hier ist das Gold. Wow. Alles einsammeln. Kommt schon, nehmt alles mit, was ihr finden könnt. Ah, jetzt willst du, oder? Wir sind reich. Ja, jetzt sind wir wirklich reich. Aber, Jungs, ich glaube, draußen warten ganz viele Polizisten auf uns. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Lass uns rausschießen. Wir können doch nicht alle abknallen. Das ist verrückt, Braxy. Aber Jungs, wir müssen uns... Die Polizei ist da. Ich bin gleich tot, Jungs. Warte. Lass Lumi in Ruhe. Mann, Jungs, wir können nicht immer alle abknallen. Jetzt lasst uns sofort raus. Hier kommt schon. Hannah, Schleimi, Odi. Was? Aua, was ist passiert? Hilfe! Du bist da reingefallen, Lumi. Ihr müsst mir hier raushelfen. Aua, mir tut alles weh. Könnt ihr mir eine Leiter oder so runterwerfen? Warte hier. Leute, ich kann mich irgendwie an nichts erinnern. Ich bin irgendwie in das Loch hier runtergefallen. Oh, danke schön, Braxy. Ich komme jetzt hoch. Mann, das hat echt wehgetan. Ich bin da runtergefallen, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Wie geht's dir denn gut? Hast du dir wehgetan? Nein, ich hab mir nicht wehgetan. Also, eigentlich geht's mir gut. Warum bist du hier auf dem Friedhof, Lumi? Ich wollte nur eine Blume ans Grab bringen. Und dann war hier dieses dumme Loch. Und jetzt habe ich ein bisschen Kopfschmerzen. Ich glaube, ich lege mich ins Bett, okay? Wir sehen uns morgen. Ich habe echt Kopfschmerzen, ne? Gute Besserung, Lumi. Danke schön. Leute, irgendwie fühle ich mich nicht ganz gut. Irgendwas ist komisch.
Ja, wer weiß. Ich muss mich auf jeden Fall ins Bett legen. Oh, ich hab echt Kopfschmerzen. Oh, weia. Lumi! 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 Oh, oh, ich hatte einen richtig schlimmen Albtraum, Leute. Ich habe wieder diese Stimme gehört, wie als wäre ich wieder in das Grab reingefallen. Oh, weia. Leute, ihr müsst mir unbedingt helfen. Ich habe in dem gesamten Video 3 rote Diamanten versteckt. Könnt ihr alle rote Diamanten finden? Wenn ja, schreibt nach dem Video Hashtag rote Diamanten in die Kommentare. Oh, oh, und irgendwie... Oh, ich weiß nicht. Aber irgendwie... Odi, der schläft da hinten. Seht ihr ihn? Irgendwie war Oli die letzten Tage richtig gemein zu mir. Ich glaube, ich schaue lieber mal nach, ob Odi auch wirklich am Schlafen ist, weil brave Jungs schlafen um die Uhrzeit. Ich nehme aber am besten noch mein Messer mit. Aber das ist natürlich nur zu meiner Selbstverteidigung, weil es ist schon spät draußen. Oh, Odi... Ich will nur gucken, ob du schläfst. Odi, bist du denn brav am Schlafen? Leute, ich hoffe, Odi schläft brav, weil brave Jungs schlafen. Oh, Odi, oh, guckt euch an, wie brav er schläft. Oh, ich hoffe, er merkt es nicht. Ich will nur, wirklich nur gucken, ob er auch wirklich schläft. Odi, oh, Ich schleich mich jetzt in sein Zimmer rein. Oh. 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 Odi, schläfst du brav? Hab sogar nicht Schweinefleisch. Oh. Oh. Er träumt von Schweinis. Odi, schläfst du brav? Odi. Lass mich Ruhe. Oh. Er träumt, Leute. Oh, ist das nicht süß? Aber irgendwie... Odi, du warst in letzter Zeit sehr, sehr böse. Geh weg, Schweine, geh weg. Ich glaube, wir müssen dich bestrafen. Ich glaube, Odi kann hier nicht so gut schlafen. Vielleicht sollte er lieber bei mir schlafen. Odi, komm. Oh, komm mit, Odi, Aufstehzeit. Lumi, was... Du hast sehr schlecht geschlafen, Odi. Ich glaube, es ist besser, wenn du bei mir schläfst. nein, bitte. Odi, du brauchst keine Angst haben. Es ist alles in Ordnung. Was ist los? Oder ein Mucks. Du brauchst keine Angst vor mir haben, Odi. Es ist alles in Ordnung. Aber wieso hast du mich denn gefesselt, Lumi? Was hast du mit dem Messer vor. Das ist nur, falls ich eine Heuschrecke finde. Du weißt, ich esse die gerne. Aber jetzt kommst du erstmal mit, Odi. Odi, du brauchst keine Angst haben. Es ist alles in Ordnung. Was machst du mit mir? Bitte, Lumi, lass mich. Du kommst nur zu mir nach Hause. Komm mit, Odi. Komm rein. Hier bist du sicher. Hier hast du keine Albträume. Ich mach nur die Tür zu. Machst du mich los, Lumi? Lumi, was machst du da? Ich habe nur die Tür abgeschlossen, damit wir auch sicher sind. Aber wieso denn? Weil jetzt, Odi? Ja? Willst du mir ein Nutella-Brot machen, Lumi? Nein! Du wirst jetzt... Odi! Ich werde euch alle töten. Odi. Nein, ich muss sie alle töten. Nein, ich will... Leute, irgendwas ist in mir. Irgendwas stimmt nicht. Okay. Odi haben wir erledigt, Leute. Jetzt fehlt nur noch Praxi, Schleimi und Hannah. Und ich werde sie alle vernichten. Lumi, aufstehen! Lumi! Oh nein. Ich glaube, meine Freunde warten auf mich, Leute. Aber warte mal. Soll ich den aufmachen? Was ist, wenn...
wenn die das bemerken, wegen Odi. Weil Odi lebt ja nicht mehr. Soll ich den aufmachen, Leute? Ich bin mir nicht sicher. Wenn ja, lasst innerhalb der nächsten 3 Sekunden ein Like da. 3, 2, 1. Oh, okay. Ich mach auf. Komm. Hi, Lumi. Oh, Hanna, Rexy, oh, Schleimi. Heil dich, wir sind zu spät. Ah, die Schule fängt an. Ja, hab ich voll vergessen. Oh, warte mal. Ja? Wo ist denn dein Rucksack? Oh, Lumi. Ach, stimmt. Ja, mein Schulrucksack. Den hätte ich fast ver... Den hätte ich fast vergessen. Danke, dass ihr mich dran erinnert habt. Ja, dann nichts wie auf zur Schule. Los geht's. Habt ihr denn alle gut geschlafen? Ja, wir müssen noch Odi abholen. Beeil dich. Ah, nein. Ich glaube, Odi ist heute krank. Den müssen wir nicht abholen. Odis Tür ist auf. Odi? Ja, der ist bestimmt beim Onkel Doktor, weil der ist heute krank, hat er zu mir gesagt. Aber Odi würde niemals seine Tür offen lassen. Er ist ein Angsthase. Odi! Wo bist du? Die suchen Odi, Leute. Was soll ich jetzt nur machen? Oh nein, ich muss mir was einfallen lassen. Vielleicht ist es besser, wenn wir uns beeilen und alle drei auch noch ausschalten. Kommt schon, lasst uns gehen. Wir müssen zur Schule. Warte mal, ich rufe ihn kurz an. Odi. Nicht Anruf. Leute, hört ihr das? Ich höre gar nichts. Hey, das kommt von hier hinten. Ja, das ist Odis Klingelton. Nein, nein, nein. Odi. Odi. Ihr verhört euch, das klingelt nicht. Oh nein, das kommt direkt aus meinem Haus. Oh, ich muss mir was einfallen lassen. Warte. Passt auf, Leute. Oh, nicht schon wieder. Hast du dir wieder wehgetan? Ich hab mir mein Bein gebrochen. Aua. Komm, wir helfen ihm hoch. Hat funktioniert, Leute. Das ist lieb von euch. Ich glaube... Komm hoch, Lumi. Ich glaube, ihr müsst ohne mich zur Schule gehen. Ich muss heute krank machen. Ich glaube, mein Bein ist zu sehr verletzt. Okay. Ich hab eine gute Idee. Wir bringen Lumi zum Arzt und können auch direkt gucken, ob Odi da ist. Nein, Hanna, das passt schon. Ich leg mich einfach nur zu Hause hin. Wir sehen uns heute Nachmittag. Viel Spaß. Tschüss. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Lumi. Ja, es ist spät. Was machst du noch wach, Braxy? Oh, ich mach mir Sorgen um Odi. Der ist immer noch nicht zu Hause. Und irgendwie vertraue ich Schleimi nicht. Ich muss sagen, Schleimi ist in letzter Zeit wirklich komisch. Nicht, dass er Odi umgebracht hat. Oh, wir müssen ihn unbedingt beobachten. Können wir das nicht? Wobei, Leute, wir lassen Braxy einfach Schleimi beobachten und währenddessen bauen wir die Falle auf. Lass uns doch zu Schleimis Haus gehen und ihn ausspionieren, oder? Okay. Dann lass uns nichts wie hinmachen. Braxy, geh du schon mal. Ich pinkel noch mal kurz in den Busch, weil ich muss nämlich echt aufs Klo. Oh, beeil dich. Mach ich, Braxy. Oh, er läuft jetzt zu Schleimis Haus. Das ist meine Chance. Okay, Leute. Da oben ist Braxys Haus. Er wohnt direkt da vorne. Jetzt wird es Zeit, Braxy zu vernichten. Und ich werde jetzt hier eine Falle aufbauen. Okay, erstmal brauchen wir ein bisschen Licht. Ich hoffe, Braxy wartet nicht allzu lang. Okay, Leute, passt auf. Ich werde jetzt hier einfach das Gras wegbuddeln und dann werde ich hier die Falle aufstellen und die wird Braxy vernichten. So, wir müssen hier auf jeden Fall auch schön tief graben, weil hier, er muss richtig tief fallen, damit er auch wirklich ein für alle Mal weg ist. Okay, Braxy, du wirst schon sehen. Okay, Leute, wir sind gleich unten. Gleich können wir unsere Falle platzieren. Okay, jetzt habe ich hier meine Spikes. Die machen wir jetzt dahin und die sind so spitz. Wenn er da drauf fällt, dann war's das.
Hier noch eine. Da auch. Hier auch. Und hier auch noch eine. Okay, Leute, meine Falle steht. Jetzt müssen wir nur noch die Fight Traps platzieren. So, die platzieren wir jetzt hier vor seinem Haus. Okay, Leute, die Falle steht. Wir müssen nur noch das Gras platzieren. Und ich hoffe auch, dass... Oh nein, Braxy kommt. Wir müssen das schnell zumachen. Und... Wie? Braxy, was machst du denn hier? Ich hab auf dich gewartet. Ja, ich doch auch. Mann, ich bin müde, ich gehe nach Hause. Willst du nicht noch mal, also, ja, nee. Aua, aua, Lumi, hilf mir. Stirb, stirb. Lumi, hilf mir. Stirb. Es hat funktioniert, meine Falle ist aufgegangen. Oh, Braxy ist jetzt auch hinüber. Jetzt fehlt nur noch Schleimi und Hanna. Dann hab ich alle ein für alle Mal vernichtet. Oh nein. Was hab ich getan? Ich hab ihn getötet. Oh nein. Oh Leute, irgendwas stimmt nicht mit mir. Oh weia. Oh nein, ich muss Schleimi töten. Schleimi, du bist der Nächste. Okay, Leute, ich glaube, ich muss mich schlafen legen. Ich muss mir einen Plan ausdenken, womit wir Schleimi zur Strecke bringen können. Oh, ich glaube, ich leg mich erstmal schlafen. Das war eine anstrengende Nacht. Lumi! Lumi! Aufwach, Lumi! Ich komm doch schon. Oh Mann, ihr seid genau wie gestern. Ihr schreit die ganze Stadt zu. Was ist denn schon wieder? Braxy ist verschwunden. Warte, was? Ich war gerade bei Braxy zu Hause und wollte ihn jeden Morgen abholen. Und er war plötzlich weg. Warte, was? Braxy ist auch noch verschwunden? Also das ist ja echt merkwürdig. Sicher, dass ihr keinen Scherz macht? Ja, ich mach mir voll Sorgen. Schleimi, bist du dir sicher, dass Hanna keinen Blödsinn erzählt? Ich war dabei und irgendwie verschwinden die Leute hier bei uns aus dem Dorf. Oh nein, also das ist ja wirklich merkwürdig, dass Braxy auch verschwunden ist. Habt ihr denn schon bei ihm geklingelt? Nee, waren wir noch nicht, aber das ist eine gute Idee. Komm, wir gehen hin. Oh nein, ich muss die Falle verstecken. Da macht niemand auf. Braxy! Also, Braxy, wo bist du? Hallo, mach die Tür auf. Also vielleicht sollten wir ihn auch einfach schlafen lassen. Was ist, wenn er müde ist und er schläft noch? Ja, das stimmt. Dann lass uns direkt zur Schule. Ich habe keine Zeit, um in die Schule zu gehen. Ich muss mir was einfallen lassen, um die beide auch noch umzubringen. Ich glaube... Oh, ein Brunnen. Das bringt mich auf eine Idee. Wollen wir heute nach der Schule vielleicht schwimmen gehen? Ja! Ja! Dann kann ich leider wieder nicht mit zur Schule kommen, weil ich muss mir leider noch Badesachen besorgen. Oh Mann. Da bin ich wohl wieder krank. Tut mir leid, wirklich. Wir sehen uns später, ja? Okay. Ciao. Tschüss. Oh, Leute. Während die beiden jetzt zur Schule gehen, habe ich einen coolen Plan, den wir vorbereiten müssen. Und zwar, ich würde sagen, als Nächstes müssen wir Schleimi entsorgen. Und dafür habe ich auch schon eine gute Idee. Ich werde ihn ertrinken lassen und ich zeige euch auch genau, wie ich das anstellen werde. So, ich muss jetzt ganz kurz abtauchen und die Falle platzieren. Okay, das Loch haben wir, Leute. Okay, Leute. Es sitzt alles. Okay, die Falle ist platziert. Das funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch meine Freunde zum Baden bringen.
Und dann wird Schleimi hier ertrinken. Oh, ich hoffe, es wird alles funktionieren, Leute. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns später, wenn wir alle gemeinsam baden gehen. Oh, Leute. Okay, es ist jetzt einige Zeit vergangen. Die Schule müsste jetzt vorbei sein und die beiden müssten zu Hause sein. Um sie anzulocken, habe ich auch ein bisschen Essen mitgenommen. Ich würde sagen, jetzt holen wir Schleimi ab. Wir wollen ja baden gehen. Und dann werde ich meine Falle ausprobieren und Schleimi alle ein für alle mal vernichten. Oh, da vorne ist der auch schon. Perfekt. Oh, hallo Schleimi, da bist du ja. Hallo Lumi, ich hab richtig Lust. Oh ja, ich hab auch Lust aufs Baden gehen. Findest du nicht, wir sollten Hannah noch abholen gehen? Die wollte doch auch mit baden kommen. Okay. Lalala. Oh, glaub mir, das wird der coolste Tag aller Zeiten. Ich habe uns sogar heimlich Coca-Cola und Bananen mitgenommen. Oh, richtig gut. Sag mal, deine neue Badehose, die du dir gekauft hast. Die ist in meiner Badetasche. Ich laufe so nicht mit Badehose durch die Stadt, Schleimi. Was denkst du denn? Ja, stimmt. Sorry. Ich hoffe, Hannah ist zu Hause. Hannah? Ich komme! Oh, hi, da bist du ja. Du weißt doch, wir wollten schwimmen gehen. Ja. Aber Leute, ich darf noch nicht mitkommen. Wie, du darfst nicht mitkommen? Ich habe meine Hausaufgaben noch nicht fertig. Oh, aber ihr könnt schon mal vorgehen. Okay, dann sehen wir uns wahrscheinlich erst morgen. Okay, nicht schlimm. Bis später. Ciao. Tschüss. Oh Mann, Leute, das heißt, wir können nur Schleimi töten. Für Hannah brauchen wir einen anderen Plan. Egal. Schleimi, mach dir nichts draus. Wir gehen alleine baden. Komm schon. Okay. Ich habe gehört, das Wasser soll echt tief sein. Also pass auf jeden Fall auf. Du bist doch gut im Schwimmen, oder? Ja, aber du passt doch auch auf mich auf, weil wir sind doch richtig gute Freunde. Natürlich passe ich auf dich auf. Danke. Oh Leute, ich hoffe, alles wird funktionieren. Okay. Gleich da hinten ist unsere Badestelle. Du weißt doch, wo wir mal baden gehen, Schleimi. Da, wo das Wasser schön flach ist. Ja. Schau mal, gleich da hinten. Aber Lumi, wir sind doch schon ein bisschen älter. Nun lass uns ein bisschen weiter da in die Richtung ins tiefe Wasser. Ins tiefe Wasser? Ja. Oh nein, ihr müsst da hinten schwimmen gehen. Aber ich trau mich das noch nicht. Lass uns doch lieber ins flache Wasser gehen. Komm, Lumi, du bist doch schon erwachsen. Ich habe gehört, im tiefen Wasser soll es einen Sog geben, der einen nach unten zieht. Was? Dann ertrinkt man. Ja, deswegen lass uns doch lieber ins flache Wasser gehen. Ja, du hast recht. Willst du vielleicht zuerst ins Wasser springen? Weil, ich glaube, ich muss mich erst noch abkühlen. Willst du nicht schon mal ins Wasser springen, Schleimi? Okay, ich lass das Wasser richtig hochfliegen, okay? Oh ja, komm schon, spring ins Wasser, spring schon. 3, 2, 1 und ja. Es funktioniert. Schleimi, das ist dein Ende. Schleimi, was ist denn los? Warum? Schleimi, was passiert denn da? Oh nein, ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber... Oh mein, komm schon, wie lange dauert das denn? Oh, Schleimi. Es hat funktioniert, Leute. Oh Mann, meine Sogfalle hat funktioniert. Er ist ertrunken. Oh Mann, jetzt steht nur noch eine einzige Person auf der Liste, die wir noch vernichten müssen. Und das ist Hannah. Aber keine Sorge, für Hannah lasse ich mir auch noch was einfallen, Leute. Oh Mann, Hannah, mach dich auf was gefasst. Lumi wird dich vernichten. Oh nein, mein Kopf. Oh nein, ich darf das nicht tun. Oh nein, ich muss es tun. Ich muss sie vernichten. Oh nein, darfst du nicht. Und ob ich... Oh mein Kopf, Leute. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Oh Mann. Oh nein, aber ich muss den Plan vollenden. Ich muss Hannah auch noch vernichten. Oh Mann, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Oh... Leute, habt ihr eine coole Idee, wie wir Hannah vernichten könnten? Wenn ja, schreibt sie in die Kommentare rein.
Ansonsten habt ihr bisher schon alle zwei roten Diamanten gefunden? Wenn nicht, dann sucht sie. Oh Mann, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, wie ich... Lumi! Hanna, was... Ich hab meine Hausaufgaben fertig, wir können schwimmen gehen! Schwimmen gehen, also eigentlich... Wo hast du Schleimi gelassen? Ist der schon vorgegangen? Nein, wir sind doch schon fertig mit Baden. Weißt du, das Wasser war echt kalt und deswegen ist Schleimi wieder zu sich nach Hause gegangen, weil er musste noch lernen für den Mathe-Test morgen, du weißt schon. Ach, Lumi, wir schreiben doch morgen gar keinen Mathe-Test. Dann wollte er wahrscheinlich für Biologie lernen oder so. Ich frage ihn mal. Bis später. Nein, Leute, sie will Schleimi fragen. Wir müssen uns beeilen. So weit darf's nicht kommen. Oh nein, was machen wir? Sie ist gleich bei Schleimi. Oh nein, Leute. Oh Mann. Wir müssen uns irgendwas überlegen, Leute. Ich glaube, jetzt ist es sowieso zu spät. Ich werde meine Tür jetzt verriegeln. Wir werden auf die Nacht warten. Dann werde ich bei ihr einbrechen. Und dann werden wir das ein für alle Mal zu Ende bringen. Okay, ich leg mich jetzt aber erstmal schlafen, weil ich bin echt müde. Oh, weia. Oh, Leute, die Nacht ist angebrochen. Und ihr seht, Hanna ist am Schlafen in ihrem Haus. Okay, das bedeutet, das ist der perfekte Zeitpunkt, um sie zu vernichten. Okay, ich weiß auch schon genau, wie ich das anstellen werde. Oh, pass ganz genau auf, Leute. Ich habe irgendwo hier oben in einem meiner Schränke war. Hier ist es, perfekt. Oh, ich muss auf ihr Dach gelangen, Leute. Denn ich habe einen perfekten Plan, um sie auszuschalten. Dafür brauchen wir nur dieses Item... Und einen Amboss. Der müsste auch irgendwo hier in meinem Schrank sein. Ich glaube, da ist er perfekt. Okay, Leute. Es ist dunkel draußen. Wir haben alle vernichtet. Braxy ist tot. Woody ist tot. Schleimi ist auch tot. Es ist nur noch Hanna am Leben. Und die werde ich mir jetzt schnappen. Dafür müssen wir einmal auf ihr Dach gelangen. Und das machen wir mit Hilfe dieses Items. Das platzieren wir und zack! Ihr seht schon, was ich hier einfach bekommen habe. Und zwar ist das nächste Item, mit dem wir Hanna zur Strecke bringen werden. Ihr seht schon, das ist einfach ein Sofakopter. Damit kann ich nämlich einfach fliegen, Leute. Guckt euch das an. Und jetzt werde ich damit Hanna vernichten. Oh, guckt euch das an, Leute. Hanna, ich werde kommen. Wow, guckt euch das an. Ich kann über die komplette Stadt fliegen. Oh, Hanna ist hoffentlich am Schlafen. Wir müssen zu ihrem Haus. Oh, ich fliege jetzt auf das Dach mit dem Sofakopter. Oh, wir müssen landen. Ganz langsam, Lumi. Und zack. Okay, Leute. Oh, ich hoffe, Hanna schläft. Oh, schaut mal. Da unten ist sie. Sie ist am Schlafen. Oh, ich muss kurz... Oh, oh nein, sie träumt. Ich muss Pinke kurz... Pinke Einhörner? Sie träumt von pinken Einhörnern. Aber nicht mehr lange. Denn das ist ihr Ende, Leute. Ich habe den Amboss mitgenommen und mit diesem Amboss werden wir Hanna vernichten. Oh, oh, es tut mir leid, Hanna, aber ich muss das tun. Oh nein, ich darf das nicht machen. Lumi, tu's nicht. Oh doch, ich muss sie töten. Nein, darfst du nicht. Doch, ich muss. Ich hab sie vernichtet. Ich hab sie umgebracht. Sie ist tot. Ich hab alle umgebracht, Leute. Braxy ist hinüber. Odi ist hinüber. Schleimi ist hinüber. Und jetzt, Hanna. Ich hab alles gemacht. Ich hab die komplette Stadt vernichtet. Aber irgendwie ist mir schwindelig.
Auftragskiller. Ich werde alle töten. Oh, 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 oh nein, Leute. Oh, guten Morgen. Der Wecker hat geklingelt. Das heißt, Aufstehzeit. Und, oh, Leute, guck mal. Es ist auch noch dunkel draußen. Oh, weil es ist gerade 5 Uhr. Ich bin extra ein bisschen zeitiger aufgestanden, damit ich mich gut darauf vorbereiten kann. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo habe ich denn meine Schulbücher? Ha, da sind sie ja. Meine Bücher und eine Fackel. Weil es ist ja draußen noch dunkel. Dann frühstücken wir noch kurz und... Jimmy, was bist du denn schon wach und... Ich will unbedingt zur Schule gehen. Ich will heute der Erste sein. Aber ich bin extra zeitiger aufgestanden. Warum bist du denn jetzt auch schon wach? Weißt du was? Wenn du schon wach bist, können wir zusammen frühstücken. Oh Mann. Leute, das bringt meinen kompletten Plan durcheinander. Mann, ich wollte doch schon eine richtig coole Falle vorbereiten, wie so ein Auftragskiller. Damit, also vielleicht einer von meinen Lehrern. Ich wollte den nämlich so Reißzwecken auf den Stuhl legen. Und dann hätten die sich draufgesetzt. Aber jetzt kann ich das nicht mehr machen, weil mein kleiner Bruder da ist. Manno, oh, das muss auch immer alles so ungünstig passieren. Oh, der schläft sonst immer so lange und ausgerechnet heute kommt er so zeitig. Okay, Jimmy, dann setz dich hin, okay? Ich hol dir so lange was zum Frühstücken, okay? Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, ich überlege jetzt, was können wir Jimmy zu essen geben? Er isst gern Cornflakes. Aber ein Auftragskiller würde nicht einfach nur Cornflakes servieren. Wie wär's, wenn wir die vorher vergiften? Das wäre richtig cool. Mal schauen. Okay, Leute, warte mal. Das sind zwar keine Cornflakes, aber ein Muffin. Das isst er auch gerne. Aber das werde ich jetzt vergiften, Leute. Dafür brauchen wir einmal... wo habe ich's denn? Ha! Verrottetes Fleisch. Wow. Lumi, wo bleibst du? Jimmy, ich komm gleich. Gib mir noch eine Sekunde. Oh, Leute, wir müssen uns beeilen. So, einmal so. Und... Boah, Leute, er ist fertig. Guckt mal, der ist jetzt vergiftet. Jimmy, Ich hatte leider keine Cornflakes mehr. Aber dafür habe ich dir einen leckeren Muffin mitgebracht. Aber ich soll doch keine Süßigkeiten essen morgens. Ja, aber was anderes... Warte mal, mein Handy klingelt. Brixi ist dran. Brixi, warte, stopp. Mach Lautsprecher an, ich will mithören. Na gut, hier, ich mach auf laut. Hi, Brixi. Oh Mann, Jimmy, wo bleibst du? Wir müssen in die Schule. Ich wollte gerade losgehen, aber Lumi hat mir noch was zu essen gemacht. Oh, komm, wir müssen jetzt los, sonst kommen wir wieder zu spät. 6x7, die letzte Aufgabe. Oh Mann, ich hab kein... Verdammt. Oh, es hat geklingelt. Das bedeutet Pause. Ja. Moment, der Lehrer beendet den Unterricht, nicht die Uhr. Aber genau dann müssen wir ja noch warten, Brixi. Aber Leute, ich muss mich schon rausschleichen, weil ich will ja die Falle vorbereiten. Herr Lehrer, ich gebe Ihnen auf jeden Fall recht. Der Lehrer beendet immer die Stunde. Aber würden Sie mir bitte verzeihen, ich muss so dringend aufs Klo. Ich mache mir doch sonst, Sie wissen schon, gleich in die Hose. Und das wäre echt unangenehm, verstehen Sie? Ach, Lumichen, du bist mein bester Schüler. Geh aufs Klo, ich pass auf Brixi auf. Ich will raus. Nein, du bleibst drin. Der Lehrer beendet den Unterricht. Ich will raus. Leute, das hat perfekt funktioniert. Ich habe mich wieder beim Lehrer eingeschleimt. Und jetzt werde ich auch die Falle vorbereiten und Brixi alles zurückzahlen, denn ich bin ein Auftragskiller. Wie machen wir das am besten? Warte mal. Wenn ich mich nicht täusche, ist das hier Brixi sein Schulspind. Wie wäre das, wenn wir einfach einen Böller in sein Spind reinmachen und wenn er ihn aufmacht, explodiert er. Boah. Okay, dann machen wir mal seinen Spind auf. Ich hoffe, er sieht das nicht. Dann nehmen wir uns jetzt hier 3 TNT. So, alles rein damit.
Boah, Leute, okay, das wird ein Monsterknall geben, wenn er ihn aufmacht. Okay, jetzt setzen wir uns brav wieder in den Unterricht. So, Herr Lehrer, ich war schnell auf Toilette. Ich würde sagen, jetzt können Sie die Stunde beenden. Und da ich ein vorbildlicher Schüler bin, bleibe ich auch im Klassenraum. Nein, nein, nein. Oh. Jetzt wird die Stunde beendet. Oh. Alle raus. Oh, endlich. Oh, Braxy, guck mal. Hier sind ja unsere Spinte. Wo war dein Spind nochmal? Der war da drüben, oder? Hier, warum? Du musst doch noch deine Bücher in den Spind machen, oder nicht? Du hast recht. Mann. Ja, dann mach die mal lieber in den Spind rein. Oh, ich hoffe, er macht den Spind jetzt auf, Leute. Nein, was ist... Wow! Das gab ja einen Monsterknall. Braxy? Braxy! Oh, warte, ich komme sofort runter. Oh, Leute, das hat funktioniert. Oh, er hat den Spind aufgemacht und die Böller haben sich gezündet und alles ist explodiert. Ich bin ein Spitzenauftragskiller. Braxy, was machst du hier? Warum liegst du auf dem Boden, ne? Es ist alles explodiert. Was? Was explodiert denn? Wir sind in einer Schule, Braxy. Hier kann nichts explodieren. Hast du das nicht gesehen? Ich habe mein Spind aufgemacht. Auf einmal hat es explodiert. Als hätte jemand mir TNT in den Spind gelegt. Oh, was? Wer würde denn sowas machen und dir einfach TNT in den Spind machen? Das wäre ja echt Jimmy, was machst du denn hier? Ich habe gesehen, dass Braxy am Boden liegt und wollte fragen, ob er auch Bauchschmerzen hat. Ja, genau. Braxy hat auch Bauchschmerzen, denn er hat was Falsches zum Mittagessen gegessen, Jimmy. Mama Braxy. Genau. Ich glaube, es ist auch besser, wenn wir jetzt einfach alle nach Hause gehen. Wir sehen uns später. Tschüss. Okay, Leute, wir rennen lieber schnell weg. Boah, ey, das war schon echt ein bisschen zu viel fast. Ich habe einfach seinen kompletten Spind in die Luft gejagt. Boah, ey, das war ja richtig cool, Leute. Ey, aber ihr dürft sowas auf keinen Fall zu Hause nachmachen. Ja, das darf nur ich, denn Lumi ist ein Auftragskiller heute. Haha, Leute, okay, ich gehe jetzt nach Hause und überleg mir mal, wie ich noch besser werden kann, weil ich will wirklich ein richtig cooler Auftragskiller werden. Vielleicht brauche ich noch was anderes zum Anziehen. So wie ein richtiger Auftragskiller. Wenn ich mich recht entsinne, hatte der im Film nämlich einen schwarzen Anzug, Leute. Ich will auch so einen coolen Anzug haben. Mal gucken, vielleicht finde ich ja unten was in meinem Keller. Da müsste ich eigentlich echt mal nachschauen, Leute. Mal gucken, ob ich in meinem Ankleidezimmer noch irgendwas finde. Okay, Leute, da gucken wir mal. In welcher Truhe könnte ich das denn haben? Mal überlegen. Komm schon. Ich muss doch hier irgendwo einen Anzug oder irgendwas finden in irgendeiner Kiste. Boah, Leute, tatsächlich, guck mal, ein schwarzer Anzug. Boah, okay, ich glaube, wenn ich das anziehe, Leute, sehe ich genauso aus. Dann bin ich ein richtiger Auftragskiller, der sogar wie ein Auftragskiller aussieht. Also so ein richtiger Auftragskiller, Leute. Boah, okay, ich ziehe das ganz kurz an und wow. Oh, Leute, guck mal, wie cool ich mit dem Anzug aussehe. Wow. Oh, ich glaube, wenn ich den meinen Freunden zeige, die werden bestimmt sagen, dass ich richtig cool aussehe. Leute, was fehlt uns jetzt noch? Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch so eine richtig echte Waffe, Leute. Wisst ihr, was ich meine? So eine, mit der man so richtig schießen kann. Dann könnte ich meinen kleinen Bruder und Braxy auch ein für alle Mal ausschalten. Aber die Frage ist, woher bekommt man so eine Waffe denn? Leute, was könnten wir machen, um an eine Waffe zu gelangen? Ich bin mir nicht sicher. Oh Mann, wenn ihr eine Idee habt, wie ich an Waffen rankomme, dann könnt ihr es ja jetzt mal in die Kommentare schreiben. Aber ich wüsste nicht, wo ich hier in der Stadt irgendwo eine finden soll. Leute, wartet mal.
Ich hab da so eine Idee. Und zwar, guckt mal, da ist die Polizei. Und Polizisten haben Waffen. Wie wär's, wenn wir in das Polizeigebäude einbrechen und die Polizeiwaffen klauen? Das hört sich doch cool an. Wir müssen uns nur einen Plan machen, wie wir da am besten reinkommen, ohne dass es jemanden auffällt. Ich warte einfach, bis es dunkel wird und dann werden wir das aufsprengen. Das wird cool, Leute. Okay, Leute, ich habe jetzt extra gewartet, bis es dunkel wird und habe mir neues TNT besorgt. Jetzt müssen wir einfach nur in das Polizeigebäude rein und müssen oben irgendwie den Spind aufsprengen. Dann würde ich sagen, komm, auf geht's in das Polizeigebäude. Hey, das war doch vorhin noch auf. Die haben das abgesperrt über Nacht. Mann, oh Leute, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das heißt, wir müssen das TNT benutzen, um erstmal in das Polizeigebäude reinzukommen. Oh, wie machen wir das am besten, Leute? Oh, ich werde das einfach aufsprengen. So, okay, Leute, das könnte jetzt echt einen lauten Knall geben, aber egal. Oh, ich muss jetzt Waffen klauen, denn ich bin ein Auftragskiller. Oh, Leute, das wird richtig laut Bumm machen. Ab in Deckung! Oh, okay. Oh, nein, Leute. Der Alarm ist doch angegangen. Wir müssen uns beeilen. Oh, okay, Leute. Jetzt nichts wie rein hier ins Polizeigebäude. Oh, der Alarm ist angegangen. Das ist kein gutes Zeichen. Jetzt müssen wir nur den Waffenschrank finden. Der ist doch bestimmt irgendwo hier oben versteckt. Oh, Leute, wo verstecken sich die Waffen? Die Polizisten müssen die bestimmt irgendwo hier lagern. Hier ist ein Waffenschrank. Aber der ist mit einem Code gesichert. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Die Polizei ist bestimmt gleich da, Leute. Habt ihr eine Idee? Welchen Code soll ich am besten eingeben? Oh, denkt nach, Lumi. Denkt nach. Oh, wartet. Leute, wie ist die Nummer von der Polizei? Wenn ihr die Nummer wisst, schreibt sie jetzt in die Kommentare. Kommt schon. Das war irgendwas mit 1. 1, 1, 1, 1... Richtig, stimmt. 110 ist die Nummer von der Polizei. 110. Und? Es hat funktioniert. Und boah, hier ist tatsächlich eine Waffe, Leute. Munition? Was ist das? Ein Schalldämpfer? Für was braucht man sowas? Ja, auf jeden Fall, glaube ich, Leute, sollten wir uns jetzt erstmal beeilen, bevor Polizisten kommen. Oh, schaut mal. Bleiben Sie stehen! Oh, oh nein, ein Polizist! Oh, oh, oh nein! Ah! Oh, oh, Leute, ich hab ihn einfach erschossen, ne? Oh, guck mal, wie ein richtiger Auftragskiller. Hab ich jetzt eine richtige Waffe? Und ich hab ihn einfach erschossen, ne? Oh nein. Aber egal, Leute, Auftragskiller müssen sowas tun. Oh, okay, jetzt gucken wir lieber, dass wir hier wegkommen, bevor noch Verstärkung kommt. Oh, Beeilung, Beeilung. Lumi, renn, renn um dein Leben. Oh, 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 Leute, oh, oh, wer ist da? Oh, oh, habt ihr das gehört? Es, oh, okay, es war nur die Klingel, Leute. Ich wäre schon wieder fast bereit gewesen zu schießen. Oh, oh, oh Gott, ich habe ein Loch in meine Fensterscheibe reingeschossen. Oh Mann, egal Leute, wir gucken lieber schnell, wer unten an der Tür ist. Was ist, wenn das die Polizei ist? Oh nein, wir packen lieber die Waffe weg, Leute. Oh, wer klingelt denn so früh? Wie siehst du denn aus, Lumi? Herr Lehrer, ich gehe heute Abend auf den Abschlussball. Deshalb habe ich so einen coolen Anzug an. Mhm. Ach so, ich wollte dich mal was fragen. Gestern in der Schule bei uns ist was richtig Schlimmes passiert. Okay, Sie meinen, dass Prexy abgeschrieben hat? Ja, das habe ich auch gesehen. Nicht nur das, da ist ein Riesenloch. Ein Loch? Oh Gott, wie das nur passieren konnte. Vielleicht hat Brexy wieder rumexperimentiert mit seinen komischen Bauten. Weißt du was darüber? Fragen Sie mich? Natürlich! Oh nein, Leute, was sage ich denn jetzt? Oh weia.
Nö, ich weiß gar nichts davon. Ich weiß was, was du weißt, Lumi. Und das wäre... Wie war das denn gestern so bei der Polizei? Ich hab dich! Und weißt du was? Oh, Leute, meint ihr etwa, dass ich eine Waffe geklaut hab und einen Polizisten erschossen hab? Bei der Polizei, was war denn da? Ich weiß alles und ich hab alles gesehen. Und weißt du was? Ich will, dass du einen Gefallen für mich tust. Nein, du sagst mir erst, was du gesehen hast, sonst glaube ich dir nicht. Das heißt immer noch sie für dich, ja? Ja, sie, was haben sie denn gesehen? Ich hab dein kleines Werkzeug gesehen und deinen kleinen Kollegen, der auf einmal da lag, der eine Uniform anhatte. Ich habe heute keine Zeit mehr, Herr Lehrer. Nein. Du hilfst mir jetzt, ansonsten werde ich dich verpetzen. Verpetzen? Genau. Leute, jetzt stecke ich echt in der Klemme. Wie konnte Herr Lehrer das eigentlich auch mitbekommen? Okay, wie soll ich Ihnen denn helfen, Herr Lehrer? Ich weiß, Braxy hat unsere Schule demoliert. Du musst ihn für mich erledigen. Und was? Braxy, mein besten Freund? Genau, und zwar heute noch. Ansonsten wird das jeder mitbekommen. Und du wirst für immer von der Schule fliegen. Oh nein, okay, Herr Lehrer, ich werde das machen. Sie sollten jetzt nach Hause gehen, es fängt schon an mit Regnen. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Oh, Leute. Oh, das Wetter wird gleich ganz schlimm. Jetzt stecke ich echt in der Klemme. Aber ich wäre nicht Auftragskiller Lumi, wenn ich ein Auftragskiller wäre. Also, ich werde es vollbringen. Meine Waffe. Aber wir können das so nicht angehen, Leute. Das hört sonst jeder. Vielleicht müssen wir das anbringen. Ich habe hier noch so einen Schalldämpfer. Wartet mal, kann man den hier... Oh, boah, ich habe jetzt einen Schalldämpfer an meiner Waffe. Und das? Jetzt habe ich noch so ein Fernrohr oben und kann damit richtig gut zielen. Boah, so kann kein Schuss mehr daneben gehen. Und es donnert auch, das heißt, es wird bestimmt keiner hören. Besonders jetzt, wenn die Waffe so leise ist. Schaut mal. Oh. Ich habe wieder ein Loch in meine Fenster reingemacht. Oh Mann, oh. Ich sollte echt aufpassen. Jetzt wird die Waffe erstmal geladen und jetzt werden wir Braxy suchen. Denn Auftragskiller Lumi wird sich darum kümmern. Okay, Leute. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu... Guten Tag, Hallöchen. Hallöchen. Sagen Sie, haben Sie gestern vielleicht was mitbekommen? Oh nein, Leute, das passt mir ja gerade jetzt so gar nicht, ein Polizist. Ich hab da ein paar Fragen an Sie. Fragen? Kommen Sie mit, ja? Das ist eine Falle, Leute. Wir sollten das schnell beenden. Nein, ich komm nicht mit. Hände hoch, sofort. Ja, Hände sind oben, ja. Hilfe. Sie haben nichts gesehen gestern. Und Sie werden mir nie wieder über den Weg laufen. Haben Sie mich verstanden? Jo, verstanden, bitte. Ich will nur gehen, ja. Aber Leute, in dem Film gab es nie Zeugen. Das bedeutet eigentlich... Nein, warten Sie! Eigentlich dürfen wir niemanden am Leben lassen, Leute. Es tut mir leid, Sir, aber ich... Ja! Oh, ich muss sie leider erschießen, ne? Oh, Mann. Jetzt habe ich den nächsten Polizist auf dem Gewissen, ne? Egal, ich werde jetzt zu Braxy gehen. Oh, Leute, Braxy ist an der Reihe. Das ist mein eigentlicher Auftrag. Komm schon, Lumi. Okay, Leute, nachgeladen ist die Waffe. Es regnet und donnert und blitzt. Das heißt, keiner wird davon mitbekommen. Okay, Braxy, dann wollen wir mal. Hops, Lumi, der Auftragskiller kommt. Er ist sogar zu Hause, Leute. Ich glaube, er liest sein Buch oder sowas. Oh, mal gucken, was macht er da?
Wie kann ich Lumi am besten pranken, wenn ich in der Schule bin? Prank 1, ich ziehe ihm im Sportunterricht die Hosen aus. Leute, ich hab nur ein bisschen was verstanden, weil es so laut draußen ist. Aber er meinte irgendwas von, er will mich pranken. Oh, Leute, egal wie schwer mir das fällt, ich muss das tun, sonst wird der Lehrer mich verpetzen. Leute, ihr dürft mir das nicht übel nehmen. Aber Praxi muss jetzt leider... Er muss leider gehen. Es tut mir leid, Praxi. Warte mal. Seht ihr das? Irgendjemand ist da. Hallo, ist da jemand? Hä? Oh mein Gott. Oh. Wo bist du? Du bist hey, ja was nur... Was ist mit dir? Jimmy, ich weiß nicht, hast du Odi gesehen? Nein, warum? Odi ist weg. Ich könnte schwören, er war gerade... Odi? Ich bin gar nicht weg, ich war hier versteckt, die Doofköpfe. Du spinnst, Lumi. Aber warte mal, wenn du hier warst, wer war das dann da hinten, Odi? Hä? Was meinst du, Lumi? Ich hab keinen hier gesehen. Da hinten war doch jemand. Wo denn, Lumi? Warst das nicht du, Odi? Nee, hier ist niemand, Lumi. Schau mal. Oh, Leute, vielleicht bin ich einfach nur richtig komisch drauf heute. Ich könnte schwören, ich hab da irgendwas gesehen. Wenn ihr das auch gesehen habt, Leute, dann... Odi, hast du ihn gesehen? Da, direkt. Hey, was denn? Da, hinter dem Baum. Geh nicht nachschauen, Odi. Spinnst du, Lumi? Mann, Jimmy, ist der doof? Hier ist doch niemand. Ist hier Mann, niemand? Lumi, spinnst du? Da ist doch niemand. Sorry, ja, wer soll hier sein? Ich könnte schwören, da war jemand schwarz angezogen mit einer Maske. Habt ihr ihn wirklich nicht gesehen? Er hatte auch ein richtig langes Messer in der Hand. Da war niemand. Sicher? Mann, Lumi, ich glaube, du brauchst ein bisschen Schlaf. Geh mal nach Hause. Nein, das war eine Falle von ihm. Er wollte einfach nur, dass wir hingehen, dass er uns gleich wieder tickt. Nein, Mann, das habe ich doch gar nicht nötig. Jimmy, Mann, schade, dass ihr mir nicht glaubt. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt nach Hause. Ich leg mich in mein Bett. Vielleicht habt ihr recht. Leute, vielleicht bin ich einfach ein bisschen krank und sollte mich ausruhen. Ja, vielleicht, Lumi. Komm, gute Besserung. Mach's gut. Ja, ich wünsche euch beiden noch viel Spaß. Oh, Leute, ich gehe jetzt nach Hause und leg mich in mein Bett. Ich glaube, ich sollte einfach mal eine richtig lange Nacht durchschlafen, damit ich wieder richtig gesund werde. Guck mal, da hinten ist auch schon mein Haus, Leute. Ich gehe da jetzt hin und leg mich in mein Bett. Und dann sehen wir uns einfach morgen wieder, damit ich mal eine richtig lange Nacht durchschlafen kann. Wer ruft mich denn jetzt an? Oh, Leute, es ist mitten in der Nacht. Ich wollte mich doch ausschlafen. Guck mal, es ist stockdunkel draußen. Und jetzt ruft mich jemand an. Wartet, ich hole mir mein Telefon raus. Oh, so, wer ist das? Odi? Warum ruft mich Odi denn an? Was will er um 2 Uhr in der Nacht? Ach, okay, ich gehe einfach mal ran, Leute. Odi, was willst du? Lumi, Hilfe! Irgendjemand ist in meinem Haus! Was? Was? Hilfe? Wie in deinem Haus? Was willst du? Jemand hat mein Fenster kaputt gemacht, Lumi, hier ist jemand, komm schnell! Nein, machst du Spaß oder meinst du das ernst gerade? Odi? Odi? Er hat aufgelegt! Leute, es scheint kein Spaß zu sein. Odi, Odi, Odi. Nein, 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 Leute. Oh, wir müssen schnell zu Odi seinem Haus. Oh, vielleicht hat das was mit dem Mann zu tun, den ich heute Mittag beim Fangespielen gesehen habe, Leute. Der hatte ein Messer in der Hand, hatte eine Maske und war schwarz angezogen. Vielleicht ist das ja ein Mörder, der durch die Häuser zieht. Und, oh nein. Ihr wisst, was ich meine. Oh, Odi, mach dir keine Sorgen. Ich bin schon auf dem Weg. Oh, Leute, ich habe auch immer richtig Angst im Dunkeln. Immer diese Stille. Okay,
Da oben ist Odis Haus, Leute. Wir müssen... Habt ihr das gesehen? Da war wieder dieser schwarze Mann. Er war in Odi seinem Haus. Nein. Odi. Oh, ich hoffe, es geht ihm gut, Leute. Odi, ich bin da. Mach dir keine Sorgen. Odi? Oh, er hat sich bestimmt oben versteckt. Odi, bitte, sag was. Odi, bist du hier? Odi? Leute, Odi ist nicht mehr zu Hause. Oh nein, ich glaube, dieser Mann, das hat was mit ihm zu tun. Aber ihr habt das doch auch gesehen. Da ist jemand aus seinem Haus ausgebrochen. Hier, da ist ein riesengroßes Loch in der Fensterscheibe. Guckt euch das an. Habt ihr das auch alle gesehen, Leute? Wenn ja, dann lasst jetzt ein Like da. Es kann ja auch sein, dass ich mich verguckt habe. Oh Mann. Odi, wir kriegen das wieder hin. Wir werden dich finden. Wer auch immer dir das angetan hat. Oh nein. Leute, was mache ich jetzt nur? Oh Leute, ich gehe am besten ganz schnell meinem kleinen Bruder Jimmy Bescheid geben. Nicht, dass er als nächstes dran ist. Er wohnt ja direkt da oben. Ich muss mich beeilen, Leute. Jimmy. Oh, der wird mir das bestimmt gar nicht glauben. Oh, Jimmy. Oh, ich habe geklingelt. Mach auf, Jimmy, mach schon. Mann, was ist denn, Lumi? Oh, Jimmy, geht's dir gut? Bist du heile? Ich war am Schlafen, Lumi, was ist denn? Du musst sofort alle Türen ab... Sag bitte, du hast die Tür aufgelassen. Weiß ich nicht, ich kann's nicht sagen, warum. Okay, dann mach sie einfach jetzt zu und schließ sie ab. Schließ sie ab, mach schon. Ja, okay, was hast du denn, Lumi? Hier, ich schließ sie ab, so. Du wirst mir das nicht glauben, aber den schwarzen Mann, von dem ich heute Nacht erzählt habe, der war bei Odi und er hat gemacht. Odi ist nicht mehr zu Hause. Ja, genau. Willst du einen Kuchen haben, Lumi? Ich habe hier noch ein paar. Nein. Du verstehst das nicht. Ich meine das ernst, Jimmy. Und du hörst mir jetzt zu. Du wirst über Nacht dieses Haus nicht verlassen. Ich werde bei dir über... Es gewittert. Ich werde bei dir übernachten. Wir werden zusammen schlafen. Weil ich möchte nicht, dass du der Nächste bist. Hörst du? Ja, okay, du hast recht. Weißt du was? Du kannst hier bleiben. Wenn du unbedingt willst, dass du hier bleibst, dann bleib hier. Ich habe nichts dagegen. Okay, dann... Lass uns jetzt lieber hinlegen, okay? Weißt du was? Ich will aber nicht neben dir schlafen. Du kannst auf der Seite schlafen und ich schlaf hier hinten. Okay, wie du meinst, Jimmy. Mhm. Ich leg mich jetzt hin. Ich wünsche dir eine gute Nacht, okay? Gute Nacht, Lumi. Okay, schlaf gut. Lumi, ich kann bei Licht nicht schlafen. Ich muss kurz das Licht ausmachen. Okay. Wie du magst. Aber Jimmy, jetzt ist es doch richtig dunkel. Ja, dann kann man ja auch schlafen. Gute Nacht jetzt. Oh Leute, ich habe irgendwie Angst im Dunkeln. Aber na gut. Ich würde sagen, Leute. Oh, es donnert. Aber das ist nicht schlimm. Wir beruhigen uns und schlafen. Und morgen machen wir uns auf die Suche nach Odi. Hallo, der maskierte Mann ist hier. Hallo, Jimmy. Habt ihr das gehört, Leute? Er hat gesagt, der maskierte Mann ist da. Er braucht Hilfe. Jimmy. Nein. Jimmy. Nein. Jimmy. Das war doch nur ein Prank, Lumi. Ich hab dir doch gesagt, hier ist niemand Böses. Warte mal, willst du mich veräppeln? Das war alles nur ein Spaß? Ja, natürlich. Du sagst irgendwie, hier ist jemand, aber hier ist gar niemand gewesen. Anders checkst du's nicht. Mann, mach das ja nie wieder. Ich hab mir Sorgen um dich gemacht. Na gut, aber dann schlaf jetzt. Ja. Oh Mann, Leute, er hat mich einfach veräppelt. Es war gar nichts. Er nimmt das auf die leichte Schulter, weil er mir nicht... Oh Gott. Weil er mir nicht glaubt. Aber der dunkle Mann existiert, Leute. Er ist echt. Leute, ihr habt diesen Mann doch auch alle gesehen, oder nicht? Ich bin der Meinung, er... Hä?
Leute, habt ihr das auch gerade gesehen? Ich könnte schwören, er war da oben auf dem Baum. Aber vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Okay, oh, ich sollte vielleicht jetzt wirklich schlafen, Leute. Vielleicht ist mein Kopf auch einfach kaputt, weil ich mir zu viele Sorgen mache. Aber Gott sei Dank geht's meinem kleinen Bruder wenigstens gut. Wir sehen uns morgen. Ich bin der maskierte Mann. Oh Mann, hör auf damit. Jimmy, das ist echt nicht mehr lustig. Das heute Nacht, das werde ich dir nicht verzeihen, dass du solche Späßchen mit mir machst. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Naja, du kannst dir immer noch Sorgen um mich machen. Da ist nix, Mann. Ja. Und jetzt lass mich endlich zum Spieli gehen. Zum Spieli? Oh, Leute, soll ich ihn wirklich so weit gehen lassen? Der Spieli ist da hinten. Und was ist, wenn... Nein, wenn der Killer dich holen kommt. Der Mörder, das lasse ich nicht zu. Oh, die reicht schon. Ich werde mir was einfallen lassen. Komm mit, Jimmy. Ich habe eine Idee. Wir werden dem Mörder eine Falle stellen. Und dann werde ich dir auch beweisen, dass er existiert. Guck mal. Er wird bestimmt bald ein von uns beiden holen kommen. Und das werden wir aber nicht zulassen. Wir werden uns vorbereiten. Guck mal. Wir werden zu mir nach Hause gehen. Ich habe nämlich noch eine Diamantrüstung. Die ist ja blau. Und die werden wir hier in der Mitte aufstellen. Er wird bestimmt denken, dass ich das bin. Und dann werden wir noch frischer tatatappen. Was hältst du davon? Du willst deine Diamantausrüstung für ihn verschwenden? Na, da bin ich mal gespannt. Ja, natürlich, für die Sicherheit. Geht alles vor. Guck mal, genau da ist mein Rüstungsständer. Den müssen wir einmal mitnehmen. Komm schon. Zack. Okay, und jetzt brauchen wir nur noch eine Rüstung. Ich muss mal gucken, ob ich noch eine in meinem Keller habe. Oh, Jimmy, ich bin mir nicht mehr sicher. Kannst du mir helfen, komm? In irgendeiner Kiste muss noch eine Rüstung sein. Na gut, ich helf mal mit. Die sind alle leer, Leute. Oh, bitte sagt, ich habe noch irgendwo eine Diamantrüstung. Oh, komm schon hier. Jimmy, Gott sei Dank, ich habe eine gefunden, schau mal. Boah, die sieht voll cool aus. Willst du die mir nicht schenken? Das wäre doch viel besser. Nein, natürlich nicht. Die brauchen wir doch, um die Falle für den Mörder aufzustellen. Komm mit, wir gehen wieder nach oben. So, okay. Und dann würde ich sagen, stell dir einmal die Rüstung auf, in der Hoffnung, dass der Mörder denken wird, dass ich es bin. Okay, dann einmal hier... Und die Schuhe, die Hose, der Brustpanzer und der Helm. Sieht doch fast so aus wie ich von Weitem, oder nicht? Ja, das sieht aus wie du, Lumi. Du hast recht. Oh, jetzt hör auf zu lachen. Jetzt müssen wir uns nur noch verstecken. Aber nicht im Haus. Das ist zu unsicher. Er könnte einbrechen. Wie wär's, wenn wir uns irgendwie... Wir verstecken uns einfach auf Hannas Bäumen. Was hältst du davon? Das hört sich gut an, ja! Okay, dann lass uns da jetzt hochklettern. Komm schon. Ich hoffe, Hanna lässt uns auf ihr Haus. Sonst kommen wir da nicht hoch. Ich klinge mal bei Hanna. Okay. Hanna, bist du zu Hause? Kannst du die Tür aufmachen? Hanna? Bist du zu Hause? Oh, es scheint so, als wäre sie nicht da. Jimmy, ich glaube, wir müssen einfach reingehen. Oh, aber verrat dir das nicht, okay? Na gut, du bist ja eh mit ihr zusammen. Okay, dann lass uns mal nach oben aufs Dach gehen. Komm schon. Und zack. Jetzt müssen wir von hier aus eigentlich direkt auf die Bäume drauf können. Ja. Hier ist ja alles pink. Oh, jetzt hör auf, so rumzuschreien. Der Mörder hört uns sonst noch. Komm raus jetzt. Guck mal, hier können wir auf die Bäume. Okay, Jimmy, hier halten wir jetzt Wache, okay? Wir müssen nur warten, bis es dunkel wird. Okay, dann bin ich mal gespannt. Okay. Oh, Leute, ich habe die Rüstung genau im Auge. Ich werde sie ganz genau beobachten. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis es dunkel wird. Oh, Leute, es ist langsam dunkel und es tut sich nichts. Oh, Jimmy, es wird nicht geschlafen. Steh auf, Mann. Ich will nach Hause. Nein. Das sieht eh nichts. Doch, da wird was passieren. Wir müssen nur die Rüstung im... Warte mal, da hinten ist irgendwas... Schwarzes. Hä? Leute,
Ich kann's nicht genau erkennen. Warte, das hat sich bewegt. Jimmy, das kann der Mörder gewesen sein. Ich schwöre, es sah genau so aus. Warte mal, ist er das, Leute? Ist das der Mörder? Ich habe ihn ganz genau gesehen, Jimmy. Du schwindest nur. Du wirst mich nur ängstlich machen. Guck doch, er kommt. Da ist jemand. Siehst du ihn? Aber ja. Aber der sieht voll gruselig aus. Und er hat ein Messer. Und er schleicht sich an. Er denkt, dass ich es bin. Guck ihn dir an, Leute. Glaubt ihr mir jetzt alle? Er hat ein Messer. Er hat eine Maske. Das ist genau der gleiche, den ich im Wald gesehen habe und der auch Odi umgebracht hat. Na, Lumi, mach doch was. Greif ja ein oder so. Nein, ich getrau mich nicht mehr. Er geht zu uns. Der ist gleich da, Lumi. Er will mich umbringen. Pass jetzt ganz genau auf. Schau mal. Guck mal, was macht er? Er geht in der Rüstung. Er hat sie. Nein. Erledigt. Er dachte, ich bin's und schau mal, er wollte mich umbringen. Ich glaube, er hat bemerkt, dass es nur eine Falle war. Er geht weg. Glaubst du mir jetzt endlich? Ich muss hier weg. Au, das hat weh getan. Jimmy, beruhig dich nicht so schnell. Was ist, wenn du jetzt... Geh nicht alleine. Jimmy, nein, tu das nicht, Jimmy. Oh nein, Leute, er ist alleine weggelaufen. Wenigstens glaubt ihr mir jetzt, dass der Mörder existiert. Oh Mann, aber was machen wir jetzt? Wir müssen Jimmy suchen. Er ist jetzt ganz allein da draußen. Und der Mörder lauert hier irgendwo rum. Er kann überall sein, Leute. Oh nein. Was machen wir jetzt nur? Jimmy, wo bist du hingelaufen, du Blödmann? Du kannst doch jetzt nicht alleine hier rumlaufen, wenn der Mörder unterwegs ist. Oh nein, Leute. Wie sollen wir diesem Mörder nur entkommen? Wir müssen am besten die Stadt verlassen. Oh weia. Oh, Leute, ich war jetzt überall nach ihm gucken. Hier am Strand. Was soll ich nur noch machen, um Jimmy zu finden? Eine Idee hätte ich noch. Wir müssen noch auf dem Spielplatz nachschauen. Okay, bitte sag, er ist auf dem Spielplatz. Er muss da sein. Ich wusste, er sieht ihn. Oh, Jimmy, hörst du mich? Jimmy, komm her. Oh, Mann, er hört mich nicht, der Dummbatz. Jimmy, komm sofort her jetzt. Der Mörder! Nein! Jimmy! Nein, tu das nicht! Tu das nicht! Jimmy, renn! Renn, renn, renn! Renn schon! Warum denn? Ah, was ist das denn? Ah! Das hat er nicht. Du Monster hast meinen kleinen Bruder umgebracht! Nein, bleib sofort stehen! Das wirst du zurückgezahlt bekommen! Du Monster hast meine Freunde umgebracht! Du Mörder, bleib stehen. Ich werde dich kriegen. Oh nein, Leute, ich kann ihn doch nicht davon kommen lassen. Da ist einfach eine Kiste. Hä? Wer stellt denn hier mitten an den Strand eine Kiste hin? Vor allem bei dem Wetter. Hoffentlich war das kein dummer Prank von Braxilo. Es gewittert auch. Okay, ich guck da jetzt einfach rein, was auch immer da drin ist. Okay, 3, 2, 1 und was ist... Da ist eine Spritze drin. Dunkle Kraft? Was ist das denn? Das ist irgendwie eine Spritze. Oh Mann, das sieht nicht gut aus, Leute. Okay, irgendeine dunkle Kraft? Okay, Leute. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich möchte Bradley das zurückzahlen. Ich werde mir diese Spritze jetzt injizieren, Leute. Ist mir völlig egal. Ich brauche jetzt dunkle Kräfte. Oh! Aua! Ah! Oh! Braxy, das ist dein Ende! Oh, warte, was? Oh, Leute, was ist mit mir passiert? Guckt mich an! Oh! Warte, ich fühle mich irgendwie ganz besonders. Huh? Warte, wie sehe ich aus und warum kann ich so hoch springen und... Huh? Warte. Haha, Lumi, guck, was ich mit deinem Haus mache. Warte. Nein, das glaube ich nicht. Er macht mein Haus kaputt. Oh, na warte, Braxy. Oh, warte. Warum kann ich so schnell laufen, Leute? Was?
Seht ihr das? Schau mal, wie schnell ich laufen kann, Leute. Oh, na warte, Braxy. Du denkst, du kommst davon und kannst mein Haus so hinterlassen? Dann hast du falsch gedacht. Oh, ich bin ganz schön böse geworden, Leute. Okay, wartet. Oh, Braxy, wo bist du? Ich werde jetzt zu Braxy gehen. Nehmt das alles heimzahlen. Schaut euch an, da vorne ist Braxy. Warte mal, ich habe auch irgendwie so komische Fähigkeiten. Hä? Wartet mal. Oh, irgendwas ist komisch in meiner Hand. Ah! Oh, oh, oh. Oh, 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 was? Was zur Hölle? Ich habe einfach... Habe ich gerade ein Netz geschossen? Was zur Hölle? Wartet nochmal. Oh, wartet. Oh, zack. Oh, oh, oh. Ich kann Netze schießen. Oh, okay. Hä? Das ist ja richtig cool. Oh, oh, ich kann auch voll schnell laufen. Boah, ich sag euch ehrlich, ich glaube, Braxy wird staunen, Leute. Boah, der wird staunen, wie ich aussehe und was ich kann. Na, warte. So, komm schon, Braxy, mach die Tür auf. Klopf, klopf. Hä? Wer ist denn das jetzt? Hallo? Oh. Braxy. Lumex? Wie geht's dir? Lumex, hier ist dein Teppich. Hast du Angst vor mir? Was ist denn los, Lumex, Braxy? Was ist los mit dir? Was ist passiert? Oh! Braxy! Weißt du was? Ich will raus! Ich will raus! Braxy, warte! Du brauchst doch keine Angst haben! Warte, warte, warte! Nein! Du kannst wegrennen vor mir! Braxy, bleib still! Geh weg! Ich kann mich nicht mehr bewegen! Was hast du mit mir gemacht? Wie ist es? Es war doch nur ein Prank. Du prankst mich auch die ganze Zeit. Braxy, jetzt bist du traurig auf einmal, weil du keine Chance gegen mich hast. Oh, Braxy. Guck mal, ein Vogel. Da drüben. War ein Fehler. Oh, warte, Lumi. Ein Elefant, der fliegt da oben. Guck mal. Da oben. Was für ein Elefant? Was jetzt? Braxy. Na, warte. Bleib stehen. Oh, Braxy. Nein. Leute, ihr denkt, Braxy kann entkommen. Braxy wird mir nicht entkommen. Er läuft zur Schule. Was will Braxy denn bei der Schule? Braxy, na warte! Okay, Leute, ich werde jetzt zur Schule gehen. Braxy hat sich irgendwo in der Schule versteckt. Da oben läuft er. Seht ihr das? Der versteckt sich ernsthaft in der Schule. Na warte, Braxy. Ich werde kommen und dich holen. Braxy denkt, er kann sich in der Schule verstecken. Daraus wird nichts. Braxy, ich komme. Wo hat sich Braxy versteckt? Braxy, komm raus. Oh, was ist das schon wieder? Braxy, ich werde dich finden! Was war das? Egal. Braxy, ich werde dich finden, wo auch immer du bist. Irgendwo in der Schule hast du dich versteckt. Braxy, komm raus, wo bist du? Braxy, komm und zeig dich! Oh, Leute, was zur Hölle ist mit mir los? Oh, okay, aber egal, ich werde Braxy jetzt finden. Braxy, du bist... Er ist nicht hier. Braxy, komm und zeig dich! Er hat sich irgendwo hier in der Schule versteckt. Irgendwo hier muss Braxy sein. Komm schon, Braxy, zeig dich! Braxy, ich hab dich gehört! Wo bist du, Braxy? Komm und zeig dich! Nein, Braxy, bleib still!
Prexy, wo bist du hin? Prexy, ich werde dich finden, wo auch immer du bist. Leute, Prexy ist aus dem Fenster gesprungen. Ich muss mir jetzt einen Plan machen, wie ich Prexy finden kann und ihm alles zurückzuzahlen. Prexy ist aus dem... Der ist nie leben aus dem Fenster gesprungen. Ich habe eine Idee, Leute. Warte. Prexy... Wartet. Ich habe eine Idee, Leute. Was ist, wenn Prexy sich... Aha, ich kann mir vorstellen, wo du dich versteckt hast, Prexy! Wartet, Leute. Ich kann doch die Wände hochklettern. Prexy, damit hast du nicht gerechnet. Oh, ich bin oben, Leute. Guckt euch das an, Leute. Okay, na warte, Prexy. Oh, komm her, Prexy. Prexy! Guck nach oben. Nach oben? Nach oben! Prexy! Oh nein. Na, warte! Bleib stehen, Prexy! Leute, was ist mit mir passiert? Wie sehe ich aus? Oh, guckt euch das an. Ich bin einfach ein Riesenmonster. Prexy. Lumi, warte. Keine Chance warte. Mehr. Was ist mit dir passiert? Du wirst alles wiederbekommen, Prexy. Lumi, wir alles, sind Freunde. Alles, was du mir angetan hast, werde ich dir jetzt zurückzahlen. Nein. Lumi, warte. Hör mir zu. Irgendwo tief in dir bist du noch der liebe Lumi. Du bist nicht so böse, ich kenn dich doch. Wir waren Freunde, wir waren im gleichen Kindergarten. Lumi! Mach Braxy, das nicht! Du hättest Lumi? Mich nicht ärgern dürfen, Braxy. Lumi, jetzt es war ist nur ein die Spaß. Zeit gekommen, um dir alles zurückzuzahlen. Nein, Lumi. Ich bin nicht mehr der alte Lumi, den du kennst. Denn ich bin ab sofort der... Böse Lumi! Sie rennen, bevor ich dich in meine Finger bekommen werde. Oh, bleib stehen, Prexy. Prexy. Nein. Ich werde dich holen. Bleib stehen. Prexy, ich hab dich gleich. Leute, Prexy hat keine Chance gegen mich. Prexy, komm doch gegen mich, Prexy. Du kannst mich nicht besiegen. Nein. Prexy, ich werde dich vernichten. Komm her, Prexy. Nein, wenn nichts mehr hilft, dann beschwöre ich die Kraft der Engel. Prexy, was redest du? Nein, Prexy! Wie schnell ist der Kleine denn? Das gibt's doch nicht! Bleib stehen, Prexy! Ich werde dich holen! Komm, Prexy! Bleib stehen! Wo läuft Prexy hin, Leute? Prexy, bleib stehen! Ich werde dich holen! Oh nein, Leute, meine Kräfte geben nach! Nein! Prexy, na warte. Ich werde dich holen, komm. Komm schon. Zack. Prexy, wo bist du? Komm her. Prexy, wo bist du? Komm und zeig dich. Er ist schon wieder entkommen, das... Warte. Seht ihr das auch? Prexy muss hier irgendwo sein. Wo ist Prexy noch hin, Leute? Das kann doch nicht sein, Prexy. Wo bist du? Warte, was ist das? Prexy, ich glaube, ich weiß, wo du dich versteckt hast. Warte, Prexy. Da unten könntest du eventuell sein. Ich werde jetzt runterkommen. Meine Fähigkeiten. Das heißt, Prexy ist hier unten. Prexy.
Ich wusste, du bist hier unten. Braxy, es ist vorbei. Du musst dich deinen Ängsten stellen, Braxy. Ich stelle mich nicht. Es gibt... Es gibt einen Grund, warum du hier bist. Ja? Nenn mir den Grund, Braxy. Komm, sag es mir. Warum bin ich hier? Richtig, weil du mein Haus zerstört hast. Oh, nein. Weil es der Ort des Guten ist. Nimm das. Lumi? Braxy? Was? Bist du der echte Lumi? Was, Braxy? Dein liebe Lumi? Braxy, was ist hier passiert? Braxy, was... Lumi! Warum sind wir hier? Was ist passiert, Braxy? Du warst richtig böse. Ich weiß nicht, was du genommen hast. Wie? Du wolltest mich umbringen. Was? Braxy, nein! Hör auf, Braxy! Ich würde dich niemals umbringen, Braxy. Warte, bitte, Braxy! Braxy, nein! Oh, Leute, was habe ich nur getan? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Oh, Leute, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was passiert ist? Oh Mann, was soll ich jetzt noch machen, Leute? Braxy ist echt traurig. Leute, lasst jetzt ein Like da, damit Braxy sich ganz doll freuen und abonniert den Kanal. Und checkt auch gern Braxy ab, Leute. Link ist in der Beschreibung. Bye, bye.